Ich bin Marta, ich bin 19 Jahre alt, wohne hier in Berlin, bin im Sommer hergezogen und habe angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren. Ich habe ganz, ganz lang in Kiel im Opernchor gesungen. Jetzt in Berlin habe ich irgendwie, würde ich sagen, ganz ein richtig festes Hobby. Ins Theater gehen oder Ausstellungen besuchen. Mein Name ist Janis, ich bin 21 und ich studiere momentan Sport und angewandte Trainingswissenschaft. Meine Hobbys sind Sport gucken, Fußball, Tennis, Darts, alles Mögliche und spielen tue ich auch gerne. Ich bin Maxim, ich bin mittlerweile 20 Jahre alt. Ich mache jetzt im zweiten Anlauf mein Abitur auf der SFE, Schule für Erwachsenenbildung. Das ist eine antiautoritäre linke Schule. Ich fahre super gerne Fahrrad oder lese, spiele ein bisschen Gitarre, bin am Computer. Ich bin ehrenamtlich aktiv in einem humanistischen Jugendverband und das ist auch eine Form von politischem Aktivismus. Was ich gerade so während des Studiums hier in Berlin auch ganz stark gemerkt habe, dass ich doch auch viel Wert auf Feminismus lege oder das hat sich total gesteigert hier nochmal. Ich finde, man kann sich absolut schminken, man kann Lippenstift tragen, hochhackige Schuhe und kurze Röcke und kann absolut eine Feministin sein. Also ich achte sehr doll auf meine Outfits. Ich lege, muss ich gestehen, auch meine Outfits immer abends raus. Mein Style würde ich als lässig beschreiben. Es geht nicht darum, dass ich immer die teuersten Klamotten oder die ausgefallensten Klamotten anhabe, sondern halt irgendwas, was halt mich irgendwie repräsentiert in der Situation. Hauptsächlich interessiert mich nur, was ich halt so für Schuhwerk trage, weil ich dafür ein gewisses Fetisch habe. Ich habe jetzt mir Sneaker gekauft letztes Jahr, die auch nachhaltig und von einer fairen Marke produziert worden sind. Und da gibt man halt dann schon auch mal mehr aus, also Preise, die ich sonst nie ausgegeben hätte irgendwie. In den letzten 3 Jahren war ich, glaube ich, einmal Hosen und einmal Schuhe kaufen. Ich erinnere mich noch dran, dass meine Schuhe 20 Euro gekostet haben und jetzt seit 3 Jahren immer noch in Benutzung sind. Ich habe momentan 10 Paar Schuhe, aber wenn man noch irgendwelche anderen noch dazu zählt, vielleicht 15, 20. Bis zu 200, 300 würde ich schon ausgeben, aber das ist auch mal sehr danach bemessen, wie jetzt gerade die finanzielle Lage ist, dass man in einem Zeitraum von 3 Monaten oder so sich mal ein neues Paar kauft oder so, weil ich da auch so gerne die sammel und so gerne Kollektionen zusammenstelle. Natürlich gehört halt, der Schuh gehört genauso zum Outfit, würde ich sagen, wie jetzt eine Hose oder so. Und dadurch, dass ich darauf achte, wie ich mich anziehe, achte ich natürlich auch irgendwie auf Schuhe. Ich laufe im Sommer sehr viel barfuß. Im Winter wird es irgendwann kalt. Das habe ich dann auch festgestellt. Das ist einfach ein viel freieres Gefühl. Bin aber auch mittlerweile daran gewöhnt, dass Leute irgendwie gelegentlich mal komisch gucken, wenn ich an denen vorbeilaufe. Manche fasziniert. Das sind dann meistens vor allem Kinder, die irgendwie gucken, boah krass, der läuft in der Stadt barfuß. Bei älteren Menschen gehen die Blicke dann oft eher ins Abwertende. Immer wenn ich eine Person sehe, gucke ich direkt auf die Schuhe. Also einfach so ein Reflex, so, ich weiß nicht. Also man guckt dann einfach so, wenn man in der U-Bahn sitzt, oh, was hat der für Schuhe? So, man probiert natürlich immer auf die Person komplett zu achten, so wie die auf einen wirkt und nicht nur auf die Schuhe. Wenn man Sneaker anhat, dann ist man natürlich irgendwie eher ein bisschen lässiger, würde ich sagen. Oder wenn man halt klackige Schuhe anhat, dann ist es natürlich auch ein bisschen schicker. Oder hier zu Hause trage ich Adiletten. Da ist er dann irgendwie gleich, wenn ich die anhabe, ist es gleich schon wie so ein Hausschuh irgendwie. Man ist ein bisschen gemütlicher eher. Natürlich fühlt man sich anders, wenn man andere Schuhe anhat, weil Kleider machen Leute. Man probiert sich auf jeden Fall irgendwie in eine Gesellschaftsgruppe einzugliedern. Bestes Beispiel ist natürlich auch wieder Skaten so. Es gibt Schuhe, die sind halt nur Skaterschuhe und die tragen halt nur die Skater. Durch Skaten so nutzen die sich ab und dann haben sich halt alle Skater damit identifiziert, dass sie halt so zerrissene Schuhe haben. Schuhe können auf jeden Fall Dinge widerspiegeln von der Persönlichkeit, von der politischen Zugehörigkeit, gesellschaftliche Zugehörigkeit. Springerstiefel sind ja auch irgendwie, haben die meisten direkt ein Bild. Entweder sind es schwarze polierte Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, dann ist es meistens Nazi. Oder es sind halt andere Springer oder andere Stahlkappenschuhe mit meist bunten Schnürsenkeln und auch nicht ganz so sauber, das sind meist linke. Also das ist ja dann schon auch zuordnenbar sehr oft, weil sich quasi Kleidungsstücke in dieser Form von den Gruppen angeeignet werden.
Schuhe können schon Persönlichkeiten widerspiegeln, tun sie aber nicht bei allen Menschen. Aber ich glaube schon, dass Schuhe auch total eine Einstellungssache sein können. Also, dass man damit auch irgendwie eine Haltung vermitteln kann, aber nicht unbedingt muss. Ja, das sind so meine Lieblingsschuhe, also die ich mir mal gekauft habe. Das sind Nike Air Max Classic 97. Davon habe ich mir direkt 3 Paar geholt in derselben Farbe, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt halt dieses Modell gut fand. Lieblingsschuhe bzw. Lieblingsnichtschuhe. Barfuß, das ist mein Lieblingsschuh. Wehrschuhe, das sind fair produzierte Schuhe und sind vor allem vegane Schuhe. Das ist voll der Trend, aber ich meine, es ist vielleicht auch ein guter Trend, irgendwie jetzt gerade nachhaltige Mode zu kaufen.